Der Automotive Reputation Report wird jährlich von unserem Unternehmen Reputation herausgegeben und dafür untersuchen wir Marken, Händler sowie eine Menge an Online-Feedback-Daten von Kunden. Dieses Jahr haben wir beispielsweise an die 35.000 Händler untersucht, ungefähr 15.000 davon in Europa, sowie Verbraucher befragt und um die 5 Millionen Online-Rezensionen ausgewertet. Das sind Bewertungen, die Kunden bei Portalen wie Google und anderen Bewertungsseiten hinterlassen. Und zu diesem letzten Bereich möchte ich Ihnen im heutigen Sneak Peek-Video ein paar Erkenntnisse vorstellen, die wir herausgefunden haben. Wir beginnen mit den Stärken der Automobilbranche. Wenn es um die Stimmung in der Automobilbranche geht, sind die Themenbereiche Kundendienst, Verkauf und Personal am stärksten. Kundendienst sogar mit 90 von 100 Punkten, also die stärkste Kategorie der Automobilbranche insgesamt. Professionalität ist für 50% der Befragten das wichtigste Kriterium bei der Suche, bei der Wahl eines Autohauses. Und 70% wollen persönlich mit dem Autohaus sprechen. Die Begriffe, die am häufigsten vorkamen in positiven Bewertungen, sind einfach und freundlich. Nicht verwunderlich ist, dass die Mitarbeiter den größten Unterschied machen, vor allem im Verkauf. In den positivsten Bewertungen wurde ganz besonders häufig die Qualität des gesamten Verkaufsprozesses von Verkauf bis hin zur Finanzierung und Versicherung betont. Der Autokauf ist nach wie vor eine sehr emotionale Entscheidung. Daher ist es für den Erfolg eines Autohauses wichtig, wie der eigene Auftritt ist. Bei den Schwachstellen steht der Service im Mittelpunkt. Alles andere hängt damit zusammen. Besonders häufig wurde die Werkstatt genannt mit zu langen Wartezeiten und minderwertiger Qualität der Arbeiten. Bei der Preisgestaltung geht es gar nicht so sehr um die Preise an sich, sondern vielmehr um Überraschungen wie unerwartete Kosten für Ersatzteile oder Rechnungen, die den ursprünglichen Kostenvoranschlag übersteigen. Hier wäre Transparenz besonders wichtig, um sich hier verbessern zu können. In Europa wurden Sauberkeit und Aussehen der Fahrzeuge, die aus der Werkstatt kommen, besonders häufig genannt. Also den Fokus hier zu legen, könnte der Branche auch helfen. Es fällt auf, dass das Personal sowohl bei den Stärken als auch bei den Schwächen eine der wichtigsten drei Kategorien ist. Das zeigt, dass das Personal den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen kann. Das Herzstück des Automotive Reputation Reports sind unsere Rankings. Hier sehen Sie die drei bestplatzierten Marken in der Dachregion. Die Platzierung erfolgt anhand der Reputation Scores der einzelnen Marken. Der Reputation Score ist eine proprietäre Kennzahl, die aus verschiedenen Komponenten besteht, welche sowohl die Online-Reputation als auch die Customer Experience, also die Kundenerfahrung, einbeziehen. Auf einer Skala von 0 bis 1000 kann man sehen, wo man sich selbst befindet, das eigene Unternehmen, im Vergleich zum Branchendurchschnitt und auch, wo man hin könnte, also den Best in Class. Unsere Analyse zeigt, dass Händler mit hohen Reputation Scores im Vergleich zu Händlern mit niedrigen Reputation Scores eine höhere Konversionsrate haben bei der Suche, also von Ansicht bis zur Handlung, und mehr Aktionen vorweisen, zum Beispiel Klicks auf die Webseite oder Anruf. Wenn Sie mehr erfahren möchten und sehen, wer in den Rankings vorne steht und wer zurückbleibt, sowie unsere 5 Tipps für bessere Kundenerfahrung in der Automobilbranche, können Sie sich den Automotive Reputation Report kostenlos herunterladen. Den Link finden Sie in der Beschreibung.